Wir wussten ja in den letzten Wochen schon immer recht genau, wohin es jetzt mit dem einen oder anderen A380 gehen wird. Und trotzdem ist es jetzt, wo es wirklich feststeht, dann doch etwas komisch, dass ein nicht einmal 12 Jahre alter Airbus, also ein Flugzeug, das gerade mal das Durchschnittsalter der Flugzeuge in der Lufthansa-Flotte erreicht hat, dass das Flugzeug jetzt verschrottet werden soll. Warum genau das jetzt aber doch sein kann, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und wir gucken uns ein paar Zahlen und Werte vom A380 an, die uns erklären sollen, warum ein moderner Airbus heute scheinbar einfach nicht mehr gebraucht wird. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, denn die Nachricht, dass jetzt wirklich der erste A380 verschrottet wird, dass man damit angefangen hat, das Ding richtig auseinanderzubauen und das Flugzeug früher oder später jetzt komplett zerlegt wird, das hat mich echt ein bisschen überrascht, dass das nochmal so durch die Medien gegangen ist, weil die Entscheidung, die stand ja eigentlich schon seit einigen Wochen fest. Man wusste ja doch schon seit einiger Zeit, dass Singapore Airlines jetzt die ersten ihrer Airbus A380-Maschinen wieder abgeben wird. Das an sich, das als Tatsache, ist aber auch erst einmal völlig normal, denn die Fluggesellschaft hat, bevor sie ihre ersten A380 übernommen hatte im Jahr 2007, hat da Leasingverträge für die Flugzeuge abgeschlossen und diese laufen jetzt nach 10 Jahren aus. Für die ersten 5 Airbus A380, die Singapore Airlines damals bekommen hatte, wurden Leasingverträge mit Doric Aviation sowie auch mit der Dr. Peters Group ausgehandelt. Das sind beides Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben und mittlerweile ist ja bekannt, dass der erste von Singapore Airlines da abgeschobene A380, dass der über Doric Aviation jetzt zur Highfly gekommen ist. Mit anderen Worten, man hat eine neue Fluggesellschaft gefunden, die einen Leasingvertrag weiter nutzen wird, die weiter das Flugzeug für sich leasen wird. Und das ist wohl auch das, was man sich von einem mehr oder weniger erfolgreichen Flugzeugleben vorstellt. Jetzt habe ich aber eben gesagt, 5 Airbus A380, das bedeutet, es bleiben 4 Flugzeuge übrig, die Singapore Airlines sich damals über die deutschen Unternehmen organisiert hatte. Diese 4 Maschinen hat Singapore Airlines mittlerweile auch schon wieder abgegeben. Also, die fliegen nicht mehr für die Fluggesellschaft. Das wurde bereits im Jahr 2017 bekannt gegeben, dass man die im Laufe des Jahres 2017 und auch 2018 abgeben wird. Übrigens, mich hat das selbst sehr interessiert und ich wollte für euch unbedingt die Frage beantworten, was denn so ein A380 überhaupt im Leasing für eine Fluggesellschaft pro Monat kostet. Und ich habe da nur total wenig Zahlen zu gefunden, irgendwas zwischen 1,8 und 2 Millionen Euro für ein solches Flugzeug. Aber es hängt natürlich auch sehr davon ab, bei welchem Unternehmen das geleast wird, wie alt das Flugzeug ist und so weiter. Also nur, dass man das mal so als Richtwert im Kopf hat. Wahrscheinlich ist diese Leasingrate jetzt gerade, wo es dann die ersten gebrauchten Maschinen gibt, auch wieder etwas geringer. Aber nur damit man das mal so im Hinterkopf hat, falls der ein oder andere von euch vielleicht die Idee hat, sich demnächst mal einen A380 gebraucht zu leasen. Geparkt werden die besagten Flugzeuge in Frankreich und nach wahrscheinlich reiflicher Überlegung hat man sich jetzt gedacht, weil man macht ja dann irgendwann auch ganz einfach eine Gegenüberstellung, was sich aus finanzieller Sicht dann für das jeweilige Unternehmen mehr lohnt. Und entweder, also man hatte ja da die Möglichkeit, entweder auf einen neuen Kunden zu warten, der das Flugzeug dann womöglich irgendwann mal übernimmt, oder aber man baut das Flugzeug jetzt auseinander, beziehungsweise verschrottet ist und verkauft dann die Einzelteile. Und nach reiflicher Überlegung ist man jetzt zu dem Schluss gekommen, dass man 2 dieser 4 Airbusse, soweit ich weiß, eine Maschine von der Dr. Peters Group und eine andere Maschine von der Doric Aviation, dass man diese beiden Flugzeuge jetzt auseinander nimmt, beziehungsweise verschrottet. Verschrotten klingt dabei aber sehr, sehr böse. Man darf sich das auf keinen Fall so vorstellen, dass der A380 da jetzt in irgendeine Schrottpresse geschoben wird und hinten als kleiner quadratischer Block wieder rauskommt, sondern jetzt ist man natürlich erst einmal damit beschäftigt, feinsäuberlich alle Teile, die man noch in irgendeiner Form gebrauchen kann, aus diesem Flugzeug rauszunehmen, auszubauen und eventuell dann als Einzelteil zu verkaufen, beziehungsweise aus dem A380 als solches einfach ein Ersatzteillager zu machen. Und das funktioniert bei einem solchen Flugzeug, das nicht einmal 13 Jahre auf dem Buckel hat, natürlich auch wahnsinnig gut. Das sind im Fall des A380 natürlich tonnenweise Teile. Da kann man mit den Triebwerken anfangen. Das sind hier bei diesen Singapore Airlines A380 Triebwerke von Rolls-Royce vom Typ Trent 900. Und das sind Triebwerke, die wurden erst im Jahr 2004, also bei weitem nicht mal vor 20 Jahren, für den A380 bzw. seine verschiedenen Versionen zugelassen. Denn vielleicht als ganz interessanter Fakt nebenbei, das Triebwerk oder bzw. diese Triebwerksreihe, die Trent 900 Triebwerke von Rolls-Royce, entwickelte man von Anfang an in 4 verschiedenen Schubstärken. Und nur 2 Varianten konnte man davon bis zum aktuellen Zeitpunkt wirklich gebrauchen. Das ist zum einen das Trent 970 und das Trent 972. Und weil viele das immer
immer mal fragen. Deswegen habe ich das mit reingenommen, weil viele das immer mal fragen, wofür diese ganzen Ziffern in der Triebwerksbezeichnung stehen. Das erste ist natürlich die ganz normale Triebwerksreihe. Das ist einfach die Modellreihe des jeweiligen Motors. Und die beiden letzten Ziffern stehen hier bei Rolls-Royce für den maximal möglichen Schub in Pound Force. So ist das bei der ersten Triebwerksvariante ein maximal möglicher Schub von 70.000 sogenannten Pound Force und bei der zweiten Triebwerksvariante sind es dann 72.000. Tja, und ihr könnt auch ganz einfach, wenn ihr demnächst irgendwann mal wieder mit einem A380 fliegt, da könnt ihr ganz einfach erkennen, welche Triebwerke da jetzt unter den Tragflächen hängen, indem ihr euch einfach die genaue Modellbezeichnung des Fliegers, zum Beispiel auf Flightradar, da steht das auch immer alles mit drauf, da könnt ihr euch die genaue Modellbezeichnung angucken und ein Airbus A380, der mit den Trent 970 Triebwerken ausgestattet ist, also mit der etwas schwächeren Variante, heißt Airbus A380-841. Und die Maschine, die mit den etwas stärkeren Triebwerken ausgestattet ist, heißt dann Airbus A380-842. Findet ihr dann aber irgendwo noch einen Airbus A380-860, dann ist der mit den Triebwerken mit der zweiten Triebwerksvariante für den Airbus A380 mit den Motoren der Engine Alliance ausgestattet. So zum Beispiel die Emirates-Maschinen. Was ich dazu jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, dass man von Anfang an bei Rolls-Royce und genauso ist es auch bei der Engine Alliance Triebwerke in der Hinterhand hatte, die auch etwas stärker waren. Bei Rolls-Royce waren das dann Trent 977 Triebwerke bzw. sogar Trent 980 Triebwerke. Und wie gesagt, die letzten beiden Ziffern stehen für den maximal möglichen Schub in sogenannter Pound Force. Die sind dann also eine ganze Ecke stärker und die hätte man dann für den A380 Frachter genutzt, der höchstwahrscheinlich nie auf den Markt kommen wird, oder für den A380-900. Der in maximaler Bestuhlung als verlängerte Version des A380-800 höchstwahrscheinlich fast 1000 Passagiere hätte fassen können. Und auch sonst dürfte natürlich klar sein, dass man höchstwahrscheinlich noch sehr, sehr viele Teile dieses A380 in anderen A380 nutzen kann, die der Flieger jetzt also ein gutes Ersatzteillager wird. Und das Wort verschrotten kann man damit ziemlich sicher durch das Wort, das Ding wird einfach wieder auseinandergebaut, ersetzen. Das war kein Wort, aber dadurch lässt sich das ersetzen. Die Maschine, die dort in Frankreich nun als erstes zerlegt wird, ist dabei übrigens interessanterweise auch tatsächlich der erste A380, der überhaupt ausgeliefert wurde. Also der A380 mit der Seriennummer MSN 003. Das Flugzeug, das am 15. Oktober 2007 als erster A380 an Singapore Airlines übergeben wurde. Der Listenpreis für ein solches Flugzeug, für das größte Passagierflugzeug der Welt, betrug damals zu dem Zeitpunkt knapp 300 Millionen Euro. Auch wenn der Listenpreis schon nicht immer wirklich aussagekräftig ist und das immer so ein Rätsel ist und man davon ausgehen kann, dass höchstwahrscheinlich nicht mal 200 Millionen, nicht mal in Anführungszeichen, nicht mal 200 Millionen Euro für das Flugzeug ausgegeben wurden, da ist es trotzdem schwer vorstellbar, dass sich diese Investition für gerade mal knapp 10 Jahre gelohnt haben soll. Gleichzeitig kann man nach diesem recht überschaubaren Flugzeugleben aber natürlich auch davon ausgehen, dass sehr, sehr viele Teile im Flugzeug noch massig Geld einbringen werden, weil sie einfach noch nicht so abgenutzt sind bzw. auch noch modern sind und in die heutige Zeit passen. Deswegen werden in den nächsten Wochen wohl noch einige Mitarbeiter der Firma Tarmacher Aerospace damit beschäftigt sein, jeden noch so kleinen Euro, den man in diesem Flugzeug finden kann, da auszubauen und dann dementsprechend die Teile weiter zu verwerten. Und vermutlich wird es dann auch noch eine ganze Weile dauern, bis wir die ersten Bilder eines zerrissenen A380-Rumpfes irgendwo im Internet finden. Aber man muss, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, davon ausgehen, dass das Flugzeug jetzt durch die Mitarbeiter dieser Firma sehr schnell in einen Zustand gebracht wird, aus dem sich die Maschine nicht wieder reaktivieren lässt. Ihr kennt das vielleicht von irgendwelchen Flugzeugfriedhöfen in der Wüste oder von irgendwelchen Flugzeugparkplätzen. Da werden Maschinen auch einfach mal abgestellt, ohne dass sie verschrottet werden. Man baut vielleicht die Triebwerke aus, aber die lassen sich auch wieder anbauen. Aber das Flugzeug als solches bleibt als Ganzes erhalten und man kann die Maschine je nach Bedarf dann auch recht schnell wieder aktivieren. Und auch in Deutschland gibt es tatsächlich sowas. Die Spotter unter euch, die kennen da bestimmt die Ecken und die Stellen an den Flughäfen, wo solche Flugzeuge geparkt werden. Aber zum Beispiel Flughäfen wie Paderborn oder sowas, da steht gerne mal ein A320 komplett weiß lackiert und es sieht so aus, als würde der keinen Abnehmer mehr finden. Oder ein paar einsame, traurige A320 der Germanwings, die auch schon einige Jahre auf dem Buckel haben, die stehen auch hier und da mal in der Ecke und sind da einfach geparkt. Oder man geht zum Flughafen Schwerin-Parchim. Da stehen auch einige Großraumflugzeuge, die noch auf bessere Zeiten warten. Aber bei diesen A320, bei diesen beiden A320, die Maschinen mit der Seriennummer MSN 003 und MSN 005,
Bei denen hat man eine Entscheidung getroffen und die werden definitiv nicht mehr fliegen. Das Warten auf bessere Zeiten und womöglich damit auf einen neuen Kunden für den A380 scheint ja auf gar keinen Fall so vielversprechend zu sein wie das schnelle Auseinanderbauen und Verkaufen der Einzelteile. Und das ist tatsächlich auch irgendwo nachvollziehbar. Aber vielleicht stellt sich der ein oder andere von euch jetzt die Frage, wenn Singapore Airlines das Flugzeug jetzt nicht mehr braucht nach den 10 Jahren. Ich meine, das ist okay, aber wieso bekommen sie dann jetzt gleichzeitig neue Flugzeuge? Und warum kann eine Fluggesellschaft wie Emirates zum Beispiel, die ja wohl so ziemlich die einzigen sind, die den A380, die Strategie und die Idee hinter diesem Flugzeug wirklich in großen Stückzahlen umsetzen können und für sich nutzen können, warum können die keinen gebrauchten A380 übernehmen? Weil die haben ja sogar noch offene Bestellungen und damit könnten sie womöglich noch schneller wachsen, noch schneller sich mit Flugzeugen eindecken, weil das ist ja auch irgendwie eine bekannte Möglichkeit. So wird das mit Standardrumpflugzeugen wie dem A320 ja auch gerne mal gemacht. Für viele Fluggesellschaften ist das die beste Möglichkeit, um schnell, aber vor allem auch kostengünstig zu wachsen, sich einfach mal am Markt umzugucken und zu schauen, was es denn für Flugzeuge auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt gibt. Was es denn für Flugzeuge gibt, die schnell verfügbar sind und vielleicht nicht 30 Jahre auf dem Buckel haben, sondern vielleicht nur 10. Und die sind dann, gerade in Zeiten wie dem letzten Sommer, wirklich ordentlich begehrt. Und die Fluggesellschaften holen sich ihre Flugzeuge an allen Orten zusammen, wo sie sie kriegen können. Aber wieso passiert das mit dem A380 nicht? Und ich meine, so ganz nebenbei, die Bundesregierung macht das ja sogar auch nicht anders. Aber gut, die Frage lässt sich auch ziemlich leicht beantworten. Der A380 ist nun mal für recht wenige Routen wirklich gut geeignet. Er ist für bestimmte Routen ziemlich gut geeignet, aber davon gibt es nicht wahnsinnig viele. Und die Anzahl der Routen, für die der A380 wirklich geeignet ist, die steigt auch nicht wirklich. Heißt, da ist nicht wirklich Wachstumspotenzial drin. Aber das ist auch ein Thema, über das haben wir schon hunderte Mal in anderen Videos gesprochen. Zum Beispiel in der Flugzeugvideoreihe, wo wir 2 Videos nur über den A380 geredet haben. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, da haben wir uns mit dem Thema ausführlich beschäftigt. Dieser Punkt im Zusammenspiel mit anderen Punkten sorgt natürlich dafür, und das kann man wohl ziemlich sicher so sagen, dass der A380 zum aktuellen Zeitpunkt für die meisten Fluggesellschaften im Vergleich zu neueren Modellen oder anderen Flugzeugmodellen das unattraktivere Flugzeug ist. Dazu kommt, dass es für eine Fluggesellschaft sehr lohnenswert sein kann, Flugzeuge, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, die durch ihr sukzessives Verschwinden das Airline-Wachstum nicht einschränken oder bremsen, die vor dem ersten D-Check abzugeben. Und hier hoffe ich mal wieder auf die Techniker und Fluggerätemechaniker unter euch, denn die können den Aufwand, der hinter einem D-Check steht, sicherlich deutlich besser verstehen und erklären als ich das kann, deswegen freue ich mich hier sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Aber man kann wohl sagen, dass Singapore Airlines diese A380, diese Flugzeuge quasi abgeflogen hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie kurz vor diesem großen Check stehen. Und dann werden sie einfach durch neue Flugzeuge ersetzt, die man ja sowieso irgendwann mal bestellt hatte. Das ist eine Taktik, die wir beispielsweise auch von Ryanair kennen. Das alles zusammen summiert sich zu einem Todesurteil für die ersten Airbus A380, die hier jetzt verschrottet werden, die allein durch den Fakt, dass sie zu den ersten A380 gehören, ja auch noch die Kinderkrankheiten des jeweiligen Flugzeugtyps an Bord haben. Aber gut, das bedeutet gleichzeitig auch, dass höchstwahrscheinlich da in naher Zukunft auch noch eine ganze Menge kommen wird. Emirates wird ziemlich sicher in naher Zukunft damit anfangen, die ersten ihrer Airbus A380 gegen neuere Flugzeuge durchzutauschen. Und somit werden dann weitere von den knapp 330 ausgelieferten A380 auf dem Gebrauchtflugzeugmarkt zu finden sein, wo sie dann wahrscheinlich nicht weiter vermittelt werden können. Und so wird es dann dazu kommen, dass auch noch weitere A380 in den nächsten Monaten und Jahren verschrottet werden. Aber gut, so viel also zu dem Thema. Wie gesagt, ihr könnt liebend gerne nochmal in die Kommentare schreiben, nochmal darüber diskutieren, ob ihr glaubt, dass es für den A380 womöglich noch ein zweites Leben geben wird oder dass Highfly vielleicht wirklich nur so eine kleine Marktnische gefunden hat, wo sie den A380 vielleicht einmal, zweimal ganz gut nutzen können, aber dass das Flugzeug als solches leider in der heutigen Zeit einfach nicht funktioniert oder aber, dass die Zeit für den A380 noch kommen wird. Aber auch das ist eine Sache, die wage ich immer mehr zu bezweifeln, denn wann soll denn diese Zeit kommen? Und wenn sie dann da ist, dann ist der A380 womöglich einfach zu alt. Aber gut, da dürft ihr gerne drüber diskutieren. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu diesem Thema. Und dann geht heute noch ein riesengroßes Dankeschön an Jeremy raus. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Und dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video und tschüss.